Hallo und herzlich willkommen bei Laber Reviews. Mein Name ist Lasse Vogt und heute sehen sich die Avengers und ihre Verbündeten ihrem gefährlichsten Gegner gegenüber in Avengers Infinity War. Das Universum wird bedroht durch den Titan Thanos, gespielt von Josh Brolin. Er und seine Schergen sind auf der Suche nach den 6 Infinity-Steinen, mit denen er die ultimative Macht im ganzen Universum erlangen kann. Eines seiner Ziele ist auch die Erde. Und so liegt es an den ehemals zersplitterten Avengers, darunter Robert Downey Jr.'s Tony Stark, Tom Holland's Peter Parker, Scarlett Johansson's Black Widow, Chris Evans' Steve Rogers und noch viele andere, ihn aufzuhalten. Dazu bekommen sie auch Hilfe von ihren Verbündeten, unter anderem in Wakanda, angeführt von Chadwick Bosemans Prince T'Challa und seiner Riege. Und auch von den Guardians of the Galaxy, rund um Chris Pratt und Zoe Saldana. Und auch von Thor, gespielt von Chris Hemsworth. Gemeinsam müssen sie versuchen, diese ultimative Gefahr zu stoppen. Aber welche Rolle spielen dabei Vision und die Scarlet Witch? Jetzt ist es inzwischen wirklich nicht mehr wegzudenken. Das Marvel Cinematic Universe, kurz MCU, ist eine der definitiven und lukrativsten Filmreihen unserer Zeit, vielleicht sogar aller Zeiten. Nach 10 Jahren sind es schon 18 Filme, die sie herausgebracht haben vor Avengers Infinity War, angefangen mit Iron Man im Jahr 2008. Und von dort aus wurde immer weiter stetig aufgebaut, immer weiter an dem Universum getüftelt, hier unter Brotkrumm gelegt, bis es endlich zu einem großen Höhepunkt kam, im Jahr 2012 mit Avengers, inszeniert von Joss Whedon. Und danach gab es noch 2 weitere Phasen, welche dieses Universum noch weiter ausgebaut und erweitert haben. Und dazu kamen eben auch die Guardians of the Galaxy und die Thor-Filme und alles drumherum. Und natürlich auch erst dieses Jahr Black Panther. Und dadurch, dass es so dermaßen gewachsen ist, halt in diesen 10 Jahren, all diese Filme, es ist wirklich der Wahnsinn, wie unglaublich finanziell erfolgreich das auch war. Nicht jeder dieser Filme ist perfekt, aber jeder bekam größtenteils gute Kritiken, mit Ausnahme vielleicht von The Incredible Hulk, auch von 2008, wo noch Edward Norton die Hauptrolle spielte. Aber halt so viele wurden wirklich von den Kritikern sehr gelobt und spielten einfach Unmengen von Geld ein. Es ist eine Reihe, deren Fandom nicht abreißt. Halt viele Leute sprechen davon, dass die Superhelden-Fatigue bald eintreten würde, dass sich die Leute irgendwann langweilen und irgendwie etwas Neues wollen, als immer nur jedes Jahr 2 oder 3 Marvel-Superhelden-Filme. Obwohl nicht alle von diesen Filmen Superheld waren. Es gab durchaus verschiedene Genres, die sie bedienten. Unter anderem halt mit Ant-Man ein Heist-Film, mit Spider-Man Homecoming eher eine Highschool-Komödie oder aber mit Thor Ragnarok eine offensichtliche, versponnene Space-Komödie. Und deshalb, viele Leute haben dem Infinity War entgegengefiebert, welcher in den Comics selbst auch einen großen, wichtigen Raum einnimmt. Und einfach viele freuten sich darauf, jetzt dieses Universum so zusammengeführt zu sehen und dass sie es endlich mit Thanos zu tun bekommen. Und ist es der Film wert? Hat es der Film geschafft? Wird er dem Hype gerecht? Größtenteils würde ich sagen, ja. Der Film beginnt direkt damit, eines der großen Klischees der Marvel-Filme zu widerlegen. Und zwar regen sich oft viele darüber auf oder beschweren sich darüber, dass es in den Marvel-Filmen oft zu leichtherzig hergeht, oft zu weich, dass oft die Helden halt eigentlich ohne große Verluste herauskommen. Dass es einfach allgemein keine Verluste gibt. Dass halt die Schlachten geschlagen werden und man sich ziemlich sicher ist, ja, die überleben das. Und hier, dieser Charakter überlebt das. Also es besteht keine wirkliche Gefahr. Dieser Film versucht das gleich in der allerersten Szene zu relativieren. Das Marvel-Logo hat diesmal nicht Michael Giacchinos Fanfare. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Dinge diesmal etwas anders laufen. Direkt in der die erste Szene beginnt direkt dort, wo einer der Filme aus dem letzten Jahr aufgehört hat. Ich will nicht verraten, welcher. Und es beginnt sofort damit, mehrere Charaktere, die wir über diese Reihe hinweg lieben gelernt haben, zu töten. Kaltblütig und ohne jeden Skrupel. Und damit hatte ich teilweise ein Problem, weil es so früh nicht den emotionalen
Impact hat, den der Film gerne haben würde. Und einige sehr beliebte Charaktere von einem dieser Filme aus dem letzten Jahr sind anscheinend offscreen gestorben. Was für mich ein sehr, sehr großes Problem war. Damit war ich ganz und gar nicht einverstanden und deshalb war ich gleich am Anfang ziemlich skeptisch. Aber der Film hat sich relativ schnell davon erholt. Was diesen Film auszeichnet, ist das schiere Spektakel und die Schnelligkeit, mit der die Dinge passieren. Dies ist im Prinzip, dieser Film hat mehr Action-Szenen als alle anderen Filme es jemals hatten. Und vielleicht mögen einige jetzt denken, dass das sehr, sehr schnell ermüdend werden könnte, aber dem ist nicht so, denn die Action-Szenen sind sämtlichst sehr abwechslungsreich inszeniert und sie sind gut verteilt und auch wenn öfter mal eine die nächste jagt, so hat man auch immer genug Zeit zum Luftholen zwischendurch, um sich auf die nächste vorzubereiten und es wird wirklich nie langweilig. Die Szenarien sind, wie schon gesagt, sehr abwechslungsreich und sehr kreativ. Und keines ist in irgendeiner Form eigentlich langweiliger als das andere. Und das liegt auch an dem allgemein dramatischen Gewicht, das dieser Film mitbringt. Denn die Schergen rund um Thanos, auch wenn wir sie in diesem Film eigentlich zum ersten Mal wirklich kennenlernen, sind sehr interessant designt und ich hätte gerne noch mehr von diesen merkwürdigen Kreaturen gesehen, die ihm folgen. Aber an oberster Stelle steht selbstverständlich Thanos. Und da war ich von vornherein sehr besorgt, dass er vielleicht in irgendeiner Form unterwältigen könnte. Denn Thanos ist ein Charakter, der für Nicht-Comic-Leser, so wie mich, also für den Otto-Normal-Zuschauer allgemein gesprochen, ist nicht wirklich ein Charakter, der bisher greifbar war. Er wurde angeteasert im ersten Avengers-Film und wir haben ein bisschen mehr über ihn herausgefunden im ersten Guardians of the Galaxy durch die Figur von Gamora. Und dann hatte er noch zwischendurch so ein, zwei kleine Auftritte, aber halt, das war wirklich nichts Konkretes. Und man denkt sich als allgemeiner Zuschauer, wer genau ist dieser Kerl? Und das meiste über ihn und seinen Plan hat man eigentlich im ersten Guardians of the Galaxy gelernt. Ich habe mir halt gedacht, wie genau sollen wir jetzt emotional hierin involviert werden, wenn es eine Figur ist, über die wir kaum etwas wissen. Nun, der Film löst es sehr, sehr gut. Und von seinem ersten Auftritt an ist Thanos eine unglaubliche Präsenz, dargestellt mit der Motion Capture Art von Josh Brolin. Und er ist großartig, nicht nur halt mit seiner schieren Ausstrahlung, mit der Art und Weise, wie er aussieht, denn er ist wirklich sehr gelungen getrickst, sondern sein Charakter hat mehr Facetten, als man ihm zugestehen mag. Anfangs mag man vielleicht denken, oh, generischer Bösewicht à la, ich wage es zu sagen, Steppenwolf. Aber je länger der Film dauert, desto mehr finden wir über ihn heraus. Und seine Beziehung zu einem ganz bestimmten Charakter ist tatsächlich einer der großen Höhepunkte des Films. Und Josh Brolin verkauft das in jeder Sekunde. Und es ist wirklich überraschend, wie viel mehr Facetten dieser Charakter hat, als man von Anfang an denkt. Und die Details seines Plans sind auch ganz anders, als man es denkt. Er hat tatsächlich eine gewisse, wenn auch fehlgeleitete Motivation, die nicht halt unbedingt heißt, oh, ich will über alles herrschen, sondern es steckt tatsächlich eine ganz bestimmte Absicht dahinter, welche sogar halbwegs halbwegs Relevanz hat in der heutigen Zeit. Aber halt, dieser Film treibt das extrem auf die Spitze und das soll er natürlich auch. Man soll wissen, wie wichtig das ist, dass man Thanos unbedingt davon abhalten muss. Und also dieser Aspekt funktioniert sehr, sehr gut. Und natürlich ist man auch besorgt, wenn man dieses gigantische Poster sieht mit diesen Dutzenden von Charakteren. Und es sind nicht mal alle, die vorkommen, auf dem Poster. Und da denkt man sich halt, wie zur Hölle will dieser Film das ausbalancieren? Denn ich war einer der Skeptiker beim ersten Avengers, wo ich mir dachte, nie und nimmer kriegen die einen guten Film hin mit so einem großen Cast. Aber sie schaffen es tatsächlich, so ziemlich jede Figur hier bekommt ihren Moment im Rampenlicht und darf etwas Nützliches zum Plot beitragen. Merkwürdigerweise ist die Gruppe rund um Captain America, Steve Rogers, ist für die meiste Zeit eher abwesend. Sie haben auf jeden Fall einen wichtigen Part zu spielen, aber sie sind nicht so oft im Film, wie man vielleicht denken mag. Aber jeder von ihnen macht seine Sache sehr gut. Jeder von ihnen leistet einen wichtigen Beitrag. Und
einige, hier bekommen wir auch endlich mal einige Charakterinteraktionen zu den verschiedenen Figuren, die wir uns lange gewünscht haben. Halt, wie würde Tony Stark mit Doctor Strange reden und so weiter. Und wie würde sich Spider-Man machen in einer gefährlicheren Situation. Und sie lösen das alles sehr, sehr gut. Halt, alle diese Charaktere verhalten sich so, wie sie in ihren jeweiligen anderen Filmen vorgestellt wurden. Und sie harmonieren großartig miteinander. Oder eben disharmonieren, halt, wie es eben so ist mit so vielen verschiedenen farbenfrohen Figuren in einem Raum. Und ich war halt sehr gespannt auf die Integration der Guardians. Denn bisher waren die beiden Guardians of the Galaxy-Filme eher abseits von all diesem Avengers-Treiben. Sie waren auf jeden Fall Teil dieses Universums mit bestimmten Referenzen. Aber es spielte sich alles weit ab, fern im All ab. Und deshalb war ich sehr neugierig darauf, wie sie integrieren würden. Und das machen sie hier wirklich großartig. Sie bringen die Guardians zuerst mit Thor zusammen und werden so nach und nach in die Haupthandlung involviert. Und ich war ein bisschen besorgt, wie diese Figuren außerhalb von James Gunns Inszenierung funktionieren würden. Aber die Rousseau-Brüder adaptieren diesen Stil und die Guardian-Szenen sind die definitiven Highlights dieses Films und auch die humoristischen Highlights. Denn so sehr dieser Film auch rüberbringen möchte, dass es hier eigentlich um einen Entscheidungskonflikt geht, so ist trotzdem eine gewisse Leichtherzigkeit geblieben. Es gibt mehrere großartige Lacher in diesem Film und so ziemlich 99% der Gags sitzen perfekt. Und sie machen das nicht mit irgendwelchen Charakteren, wo es nicht passt, sondern mit denen es schon etabliert wurde. Und es funktioniert wirklich großartig. Mark Ruffalo hat eine sehr interessante Entwicklung während des Films, da er mit sich selber und mit dem Hulk kämpft, der aus irgendeinem Grund nicht hervorbrechen möchte. Und das ist ein sehr, sehr unterhaltsames Szenario, welches sowohl Dramatik als auch Comedy beinhaltet. Und von den Guardians selbst stehen zwei absolut die Show. Und das sind zum einen Chris Pratt, welcher nach wie vor glänzt in seiner Rolle als Peter Quill alias Star-Lord. Aber vor allem Zoe Saldana als Gamora. Sie hat einen der großen emotionalen Anker zu tragen und meistert das mit absoluter Bravour. Sie ist eines der emotionalen Herzstücke dieses Films. Und es funktioniert wundervoll. Und es gibt einige Schauspieler, die hier auftreten, mit denen ich nicht gerechnet hatte, oder jedenfalls nicht in dieser Form. Es gibt einige Überraschungsauftritte von bekannten Figuren, aber es gibt auch einen Auftritt von Peter Dinklage, welcher auf dem Poster beworben wird, aber er ist nicht auf dem Poster zu sehen. Und deshalb habe ich mich gefragt, wen er spielt. Und was er spielt, ist einer der besten Gags des Films. Es ist wundervoll gelöst. Es ist einfach sein Auftritt allein. Es ist ein wundervoller Gag. Und mehr will ich dazu nicht sagen. Aber alles mit den Guardians ist größtenteils halt der Humor. Aber auch bei den anderen Figuren gibt es auf jeden Fall humoristische Spitzen, die sehr gut passen. Es gibt auch ein paar Beschwerdepunkte, die ich anzumerken habe. Ich meine, das Cold Opening habe ich schon erwähnt, dass mich das ein bisschen rausgehauen hat mit der Art und Weise, wie der Film beginnt. Aber bei einem Film mit so vielen Effekten kann man nicht anders, als ein bisschen an den Sachen herumzupicken, die nicht so gut funktionieren. Dies ist einer der teuersten Filme aller Zeiten mit 300 Millionen Dollar Budget und das ist, glaube ich, noch außerhalb von den Marketingkosten. Und vieles hier sieht wirklich großartig aus. Aber so schick die Designs der Schergen von Thanos sind, ab und zu wirkt es ein bisschen holprig. Ich kann mich mit einigen dieser Lösungen nicht hundertprozentig anfreunden, wo ich mir dachte, warum konntet ihr nicht einfach Make-up für diese Figuren nehmen? Das hätte sehr gut funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall, das ist halbwegs in Ordnung. Der definitiv schlimmste Effekt betrifft eine der Hauptfiguren. Und das ist Tony Starks Iron Man. Denn er hat einen neuen Anzug entwickelt, welchen er aktiviert, indem er sich auf so ein Brustgerät drückt. Und dann formt sich der Anzug ziemlich hauteng um ihn herum. Eigentlich fast so wie ein Black Panther-mäßiger Anzug von der Wakanda-Technologie. Und nicht nur ist das ein fürchterliches Design, es sieht aus wie aufgemalt. Es ist ein furchtbarer,
unfertig aussehender Effekt. Und das ist der einzige Anzug, den er im gesamten Film trägt. Und nach und nach gewöhnt man sich vielleicht ein bisschen daran, aber es sieht ziemlich fürchterlich aus. Und ja, das war auf jeden Fall eines der großen Probleme. Und so sehr viele Charaktere wirklich viel Raum im Rampenlicht bekommen, bei einigen Sachen muss man kurz die Stirn runzeln, da bestimmte Sachen und Figuren plötzlich aus dem Nichts kommen und in bestimmten Locations auftreten, an denen man sie nicht erwartet hat. Halt, warum sind diese Charaktere plötzlich hier? Und warum sieht dieser Charakter plötzlich so aus? Warum hat Black Widow jetzt weiß-blonde Haare? Wird nie beschrieben, wird nie erzählt. Halt irgendein kleiner Wegwerfsatz von wegen, oh, rot war zu auffällig, hätte mir gereicht, aber nein. Sie hat jetzt plötzlich einfach weiße Haare, ich habe keine Ahnung warum. Und eine der Figuren, die hiervon betroffen sind Scarlet Witch und Vision. Weil die Art und Weise, wie sie eingeführt werden, ist ein bisschen abrupt und extrem seltsam, weil das alles nicht besonders gut vorbereitet wurde, was die beiden angeht. Und man hat das Gefühl, ein Film fehlt dazwischen. Oder es wurde irgendetwas geschnitten. Ich bin mir hundertprozentig sicher, es wurde einiges von diesem Film hier geschnitten, um die Laufzeit etwas zu trimmen. Denn der Film ist so schon ziemlich lang. Er fühlt sich nicht lang an, aber er ist lang. Und ich bin mir ganz sicher, da fehlt einiges. Denn es folgt Event auf Event. Es geht, der Plot geht sehr, sehr schnell voran. Es ist alles sehr, sehr funktional. Und es gibt zwischendurch genug Raum für Charaktermomente. Aber es ist definitiv darauf ausgelegt, dass man hier etwas voranbringt. Und dieser Film hat einfach dieses Gefühl von einer gewissen Epik. Halt, dass es etwas bedeutet, dass diese Figuren zusammenkommen und zusammenarbeiten. Wann immer sie gemeinsam auftreten und gegen die Schurken kämpfen. Und wenn dieser Charakter zurückkommt und dieser, und wenn die Alan Silvestri-Musik aufschwellt mit dem berühmten Thema, dann ist man voll dabei. Da sind richtige Jubelmomente drin. Und die meisten von ihnen werden auch nicht durch plötzliche Gags oder so halt minimiert. Denn dieser Film erlaubt seinen Helden, Helden zu sein. Sie dürfen hier das tun, was die Fans sehen wollen. Aber es hat alles Gewicht. Es hat wirklich, man hat das Gefühl, es hat einfach eine echte Bedeutung, einen Sinn, einen Nutzen. Und wann immer sie es schaffen, gegen ihre übermächtigen Gegner einen triumphierenden Schlag zu vollführen, dann fühlt man mit und es fühlt sich so gut an. Damit sei gesagt, dieser Film ist nicht nur großes, unterhaltsames Blockbuster-Spektakel. Dieser Film ist der erste Marvel-Film, der in einige extrem düstere Gefilde und auch ab und zu in Horror abdriftet. Das ist definitiv ein Film, der zeigen will, wie ernst die Lage ist. Man hat hier, wie schon gesagt, einige beliebte Charaktere, die nahezu abgeschlachtet werden. Man hat hier auch Foltersequenzen, man hat einige albtraumhafte Bilder. Also es ist definitiv nichts für schwache Nerven, was hier passiert. Und ich hatte euch gesagt, dass die Marvel-Fanfare am Anfang fehlt. Das ist ein guter Indikator für das, was im weiteren Verlauf hier passiert. Aber es gibt auch ein kleines Problem damit. So sehr dieser Film sich bemüht, Dramatik und Spannung aufzubauen und tatsächlich zuzulassen, dass die Figuren Opfer bringen. Halt, ich könnte mir gut vorstellen, dass hier und da eine Träne fließen wird im Kino. Ich war kurz davor zu weinen an einer bestimmten Stelle, weil ich so emotional involviert war in diese Figuren, weil ich sie über all diese Filme kennen und lieben gelernt habe. Aber wenn man bedenkt, dass weitere Filme in diesem Franchise geplant sind, welche bestimmte Charaktere noch involvieren werden, dann hat dieses Finale hat nicht wirklich diesen Punch, den es haben sollte. Und ich empfehle definitiv, wie immer bei Marvel, nach dem Abspann sitzen zu bleiben, denn hier wird etwas ganz Besonderes angekündigt. Aber ich glaube, diesen Verweis verstehen wirklich nur die richtigen Marvel-Comic-Fans, denn ich habe nur aus dem Geflüster um mir herum verstanden, was diese Referenz bedeutet. Und nach dieser Referenz war ich gehypt und war halbwegs beruhigt. Aber das ist halt das Problem damit, wenn man so viele Filme im Voraus plant, dass bestimmte Sachen nicht die Konsequenz haben, die der Film gerne hätte, weil man weiß, das ist nicht endgültig, was hier passiert. Aber es hat trotzdem, in bestimmten Momenten, hat es dieses endgültige Gefühl. Und das ist
teilweise sogar ein bisschen zu viel, wenn für den Großteil des Films eigentlich nicht viel passiert, was Tragik angeht, und dann plötzlich überfallen sie einen damit und es ist so niederschmetternd, aber es ist vielleicht ein Ticken zu viel auf einmal. Und damit sei erstmal genug gesagt, ohne zu spoilern, aber ich versichere euch, dieser Film verdient seinen Titel Infinity War. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier einige Leute, die genauso Fans von dieser Reihe sind wie ich, im Kino eventuell in Tränen ausbrechen werden. Aber es gibt vorher auch viel zu lachen. Dies ist ein Film, der in vielerlei Hinsicht überrascht, in vielerlei Hinsicht das bietet, was man erwartet und aber auch oft die Erwartungen übertrifft. Und ich hoffe, ich konnte euch damit diesen Film so früh während seiner Laufzeit schmackhaft machen. Und ich freue mich sehr auf alles Weitere, was aus diesem Universum kommt. Denn es scheint so, als wären die Rousseau-Brüder wirklich die neuen Leute, die diese richtig dramatischen Filme voranbringen. Und wer sich beschwert hat in Captain America Civil War, dass sich das alles nicht wirklich ganz konsequent angefühlt hat nach der Konfrontation, dieser Film zahlt das ein bisschen zurück. Dieser Film zeigt, wir verstehen keinen Spaß, wenn es darum geht, wirklich Opfer zu bringen und den Fans einen Schlag in die Magengrube zu versetzen. Und wenn ein Film über so viele bunte, durchgeknallte Superheldenkonzepte so etwas schafft, dann macht er definitiv etwas richtig. Das war meine Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren die Laber-Reviews. Ich verabschiede mich und wünsche euch wie immer viel Spaß im Kino. Bis dann.